Moinsen, wir spielen eine Runde Beast Hunter. Das ist das Deck, was momentan überall in aller Munde ist. Ich habe es ein bisschen gespielt, macht Spaß, ist vielleicht auch interessant. Relativ viele Spiele auch einfach drehen können damit. Mal sehen, wie es läuft. So, wir spielen gegen Hexenmeister. Das könnte Murloc sein, sehe ich relativ häufig in letzter Zeit. Das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. Das ist alles nicht ganz ideal. Ganz ehrlich, der kann auch weg. Behalten wir nur ihn. Ja, das ist akzeptabel, falls es Murloc ist. Muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass man gegensteuern kann. Krieg lässt mein Blut kochen. Ja, das ist Murloc. Ganz ehrlich. Um das Ganze hier ein bisschen unter Kontrolle zu behalten. Denn die Murloc-Nummer kann halt ziemlich aus dem Ruder laufen. Jetzt habe ich hier halt noch einen mit Charge. Das dürfte im nächsten Zug auch ganz nett sein, je nachdem, was er spielt. Oder ich spiele den Schullehrer. Das ist ein bisschen nervig, aber jetzt ja, das ist natürlich sehr nervig, aber alles in Ordnung. Und man muss jetzt ordentlich Ressourcen verballern, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Finde ich voll in Ordnung. Ihn nehme ich raus, ihn nehme ich raus. Läuft bisher relativ gut. Im nächsten Zug werde ich den Schullehrer spielen. Denke ich. Ich tun. Wer von euch kann Sinashari buchstabieren? Ja, das finde ich gut. So, wir versuchen halt weiterhin die Kontrolle übers Board zu behalten. Denn das ist letztendlich die beste Strategie und was halt ganz cool ist, bisher kein Leben verloren. So. Ich bin dran.
So, das war der erste Turn, wo wir jetzt komplett die Kontrolle übers Board übernommen haben. Ich weiß nicht, was er im Deck hat. Jetzt hat er halt relativ viele Murlocs. Wenn er den Eifer verleihenden Murloc, ist das so Murloc? Ja, und seine Minions werden halt immer dicker und dicker. Ich habe jetzt 13 auf der Hand. 13 auf der Hand, finde ich gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube nicht, dass er mal im Eisberg vorbeikommt. GG, Mann. So, wie ihr seht, war ich halt bisher relativ erfolgreich damit unterwegs. Auf einer Siegessträhne. Ich bin, glaube ich, bei Platin 10 damit angefangen und habe 2 Spiele verloren von 8 oder so. Also relativ. So, wir spielen noch ein Spiel Beast Hunter. Ich habe von der versprochen auf der Arbeit Online-Wareneingänge zu buchen. Ich darf ja dank meinem Arm, oder kann auch dank meinem Arm nicht wirklich arbeiten. Sollte eigentlich gleich Wareneingänge per Bild zugeschickt bekommen und dann Remote-Suche auf einen Arbeitsrechner. Und dann werde ich ein bisschen Wareneingänge verbuchen und schauen. Aber bis dahin spiele ich. So, wir spielen gegen den anderen Hunter, das ist interessant. Das ist ein Matchup, was ich bisher noch nicht gehabt habe. Ich lässt mein Blut kochen. Okay, und er spielt Quest. Ich werde, glaube ich, trotzdem gleich den Schullehrer spielen. Der Hort der Könige ist verboten! Nicht. Feuer und Blut! Auf sie! Ich glaube, das war der bessere Play. Macht mehr Druck. Und jetzt wie eine Falle. Falle wäre echt witzig. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Dann spiele ich jetzt auf jeden Fall die. Ja. Ihr seid so. Ja, wirklich. Das war's. So, jetzt bin ich halt in einer relativ guten Position. Ich habe meine Harpunenkanone. Ich habe den Schullehrer, damit werde ich angreifen, weil wenn der halt angreift, ist er immun. Das wird halt eine Explosivfalle sein. Damit habe ich nächsten Zug auf jeden Fall Liesel. GG, mein Freund. Ich sag's zwar nicht gerne so früh, aber in diesem Fall denke ich, dass wir das geregelt bekommen.
Ja, der Naga-Start war halt extrem stark. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass er immer den Nagas abräumen kann vorher, aber das hat er nicht. Er hat jetzt das Board geräumt. GG. Interessantes Mirror Match, den Questhunter hat. Scheint halt machbar zu sein. Auf jeden Fall. Also mit dem Deck braucht ihr euch nicht verstecken. Ich habe halt viele Spiele gehabt, die ich erst mit unter 10 Leben noch gedreht habe. Man kann halt einiges reißen. So, und wir versuchen noch das dritte Spiel in Folge. Dann könnte ich, ich will es jetzt nicht jinxen. Könnte ich. Bisher ist ein relativ starker Lauf. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. So, wir spielen gegen den nächsten Hexenmeister. Wie gesagt, also in letzter Zeit spiele ich fast nur gegen Murloc. Dafür gefällt mir das hier alles nicht. Das ist deutlich besser. Deutlich besser. Was könnte ich noch gebrauchen gegen Murloc? Was ich jetzt auf 1 entdecken könnte. Okay, das ist gut. Die Spur führt hier lang. Und das ist gut. Dann haben wir eine nice Curve. So, wenn es Murloc ist. Na sowas. Ja, es ist Murloc. Das ist der beknackte, eifergebende. Bei Fußmädchen, ich witterne Falle. Will ich lieber den oder will ich lieber den? Den. So, wir spielen gleich mit Sicherheit die Harpunenkanone. Weil er mir den hier halt nehmen wird. Und ich den unbedingt vom Feld haben will. Dann habe ich für Zug 4 den Säbler. Und damit dürfte alles relativ gut werden. Relativ gut. Dann ist halt die Frage, was ich aus dem Schullehrer bekomme. So, das ist auch schon mal nice. Geschrieben. So. So, das heißt, ich habe gleich Optionen. Ich kann mit ihm spielen. Ich bin heute wieder eloquent bis zum Umfallen. Aber ich glaube, das sollte sich gleich geben. Dann spiele ich. Auch schon gut, dass hier der Zwillingsflossen-Zwilling weg ist, weil wenn der gebufft wird, kann das halt echt nervig werden, um es mal freundlich zu sagen. So, ich habe jetzt meinen Eisbären, den ich nutzen kann. Okay. Was könnte es? Irgend so ein Buff. Der war halt nicht so cool.
Aber anscheinend nicht die leichteste Wahl. Okay, wäre halt cool, wenn ich den wegbekomme. Ah. Ihn bekomme ich weg. Aber jetzt halt die Hand voll und wenn jetzt gleich ein Buff kommt, dann wird es halt echt schwierig. So, wir können ihn natürlich entfernen. Das können wir tun. So, ich habe ihn für den nächsten Zug. Und dem Damage. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Irgendwie. Wie viele Karten hat er? 9. Den verstehe ich jetzt nicht. Warum nicht ihn zuerst und dann ihn, aber von mir aus. Das heißt hier, mein Hydra sieht eigentlich ganz gut aus. Das nervt jetzt leicht. Ist aber auch noch zu verschmerzen. So. Okay. Ich bin jetzt halt in den Kopf weg. Wir nehmen jeden hier von der Platte. Hier von der Platte. So. Das sind 12, 17, 18. Damit ist mein Board. Liesel. Das heißt, er muss was tun. Bis jetzt gehen beide in meinen Stand. Jetzt muss er beide da reinfeuern in den Hydralanodon. Ich kann ihm den nehmen, mich absichern und weiter Schaden auslösen. Ja, er scheint keine einfache Lösung für die Situation zu haben. Dafür überlegt er jetzt halt schon relativ lange. Okay. So, ich habe jetzt 13 on board. Das sind 15 on board. 16 on board. Die Spur führt hier lang. Und wir beenden es im Style. Im maximal ärgerlichen. Die maximal ärgerliche Art. GG, schönes Spiel. Sieg ist der größte Schatz. Und wir haben tatsächlich das erste Mal seit Ewigkeiten Platin 5 erreicht. Das wollte ich halt nicht jinxen. So. Auf Wiedersehen.